Als die Polizisten auf der A7 eintreffen, bietet sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Gleich vier Lastwagen sind dort ineinander verkeilt. Offensichtlich ein Auffahrunfall. Der letzte der vier Brummis, der konnte wohl nicht mehr bremsen und war in die LKW geknallt, die vor ihm auf der rechten Spur im Stauende standen. Um die Verletzten zu bergen, muss die Autobahn für Stunden gesperrt werden. Das war mal das Führerhaus eines LKW. Offenbar ohne zu bremsen, rast dessen junger Fahrer in ein Stauende, schiebt drei stehende LKW vor sich her. Die Rettungskräfte haben es mit einer unübersichtlichen Unfallstelle zu tun. Vier LKW, vier verletzte Fahrer. Welcher ist am schwersten verletzt? Wo anfangen? Nachdem wir festgestellt haben, dass nur ein Fahrer eingeklemmt ist, wurde eine volle Aufmerksamkeit auf diesen Fahrer gelenkt und wir haben ihn mit schweren Rettungsgerät befreit. Zwei Fahrer sind schwer verletzt. Für einen der beiden muss der Rettungshubschrauber kommen. So schnell wie möglich geht's für ihn in die Klinik. Die übrigen zwei Fahrer leicht verletzt. Nun beginnt die Bergung der vier Sattelzüge. Die Trümmer sind kaum voneinander zu trennen. Der Bergungsexperte hat seine liebe Not. Die Besonderheit ist, dass der Auffahrunfall so stark ist, damit sind alle Achsen rausgerissen vom Auflieger und das Führerhaus von der Zugmaschine ist abgerissen. Deswegen muss man die auf den Tieflader verladen. Es ist der dritte Unfall mit LKW innerhalb von 3 Wochen, immer an dieser Stelle. So schlimm aber ging es noch nie aus. Also so stark wie der habe ich noch keinen gehabt und ich mache es jetzt 30 Jahre. Also der ist ziemlich heftig, der Unfall. Und dann noch Kalk auf der Autobahn. Es ist die Ladung des Unfall-LKW. Die Stahlsilos sind gerissen. Derart heftig war der Aufprall. Es wird eine lange Nacht für Polizei, Retter und Bergungsspezialisten. Die A7 voll gesperrt. Erst heute Morgen war die Fahrbahn wieder frei.